Auch die Nachrichten zum Coronavirus reißen nicht ab. Omikron-Variante führt bei Kindern in Südafrika zu schwererem Krankheitsverlauf. Das war die Schlagzeile, die vor ein paar Tagen mit Sicherheit viele Eltern aufgeschreckt hat. Allerdings, so schränkte der Virologe Christian Drosten seine Warnung etwas ein, erreichen uns aus Südafrika eben bislang auch nur vorläufige Daten. Wir haben bei unserem Korrespondenten Richard Klug nachgefragt, wie Betroffene und Mediziner im Land selbst die Lage beurteilen. Am 29. November wurde Aida Audunisi, Krankenpflegerin in einer kleinen Klinik am Rande Pretorias, positiv getestet. 2 Tage lang hatte sie starke Symptome, danach nur noch schwache, ein wenig Kopfweh, ein Kratzen im Hals. Dennoch hat sich die 59-Jährige mit ihrer gesamten Familie 10 Tage lang in Isolation begeben, bis vergangenen Donnerstag. Mir geht es mittlerweile viel, viel besser. Wenn morgen die Ärzte zu mir sagen, dass ich problemlos auch wieder zur Arbeit gehen kann, dann brauche ich nicht mehr vorsichtig sein. Dann weiß ich, dieses Virus hat mich nicht mehr im Griff. Ihr Sohn Onalena ist der Mann im Haus. Aidas Ehemann ist vor 2 Jahren gestorben. Der 19-jährige Onalena ist einer der vielen Südafrikaner, die in Sachen Covid fest an eine Verschwörungstheorie glauben. Wenn du geimpft wirst, dann setzen sie dir so einen Chip in den Oberarm und damit können sie immer verfolgen, wo du gerade hingehst. Das habe ich geglaubt. Aber dann habe ich gesehen, wie es meiner Mutter geht und deswegen lasse ich mich jetzt doch impfen. An der Impfbereitschaft der Südafrikaner hat auch Omikron nichts geändert. Immer noch sind nur knapp 25% der gesamten Bevölkerung vollständig geimpft. Testen lassen sich hingegen immer mehr Südafrikaner in allen Altersgruppen, auch Jugendliche und Kinder. Fast alle Neuinfizierten können sich zu Hause auskurieren. Diejenigen, die mit Omikron doch ins Krankenhaus müssen, haben auch dort meist nur schwache Symptome. Wir glauben, dass Omikron bald schon von Hausärzten und den Apotheken behandelt werden kann. Jedenfalls, wenn sich die Variante weiterhin so verhält wie bisher. Wir sind überzeugt davon, dass unsere Krankenhäuser weiterhin nicht von Infizierten überrannt werden. Befürchtungen, dass Kinder unter 9 Jahren deutlich stärker betroffen sind, haben sich nach Ansicht der Ärzte hier bisher noch nicht bewahrheitet. Wissenschaftlich gesichert ist das noch nicht, aber ein deutlicher Hinweis. Wir kommen jetzt in die 4. Woche, in der wir uns die mit Omikron Infizierten ansehen. Ich kann Ihnen versprechen, ab sofort wird es den von Omikron Neuinfizierten nach 5 Tagen gut gehen. Omikron ist nicht so gefährlich wie Delta. Auf dem Papier mag es gefährlich aussehen, aber ich behandle Patienten, nicht Papier. Ob sie sich mit der Omikron-Variante infiziert hatte oder mit Delta, das weiß Aida Adonisi nicht. Aber klar ist, dass in Südafrika schon 2 von 3 Neuinfizierten sich mit der Omikron-Variante angesteckt haben. Ihr Krankheitsverlauf deutet auf Omikron hin. Ich habe die letzten Tage immer eine Maske getragen und wir haben nachts mit offenen Fenstern geschlafen. Ab morgen kann ich damit wieder aufhören. Ich gefährde ja niemand mehr. Keiner in ihrer Familie zeigte Symptome. Morgen werden sie aller Voraussicht nach zum ersten Mal seit dann 14 Tagen wieder ihr Haus und ihr Grundstück verlassen. Man kann übrigens nicht ausschließen, dass die leichteren Verläufe bei Omikron in Südafrika damit zusammenhängen, dass sich viele Menschen in diesem Land schon zum 2. oder gar zum 3. Mal infiziert haben. Auch wenn das vielleicht unbefriedigend ist für uns, genau wissen es die Experten eben nicht. Und deshalb ist weiter höchste Vorsicht geboten.